Brain Twister, Rollercoaster oder Atomic Fire. So heißen die Tricks der Artisten bei den German Yo-Yo Masters in Leipzig. Das einstige simple Auf und Ab ist heute Akrobatik pur. Bei Dave sieht auch das kinderleicht aus. Sein Pflichtprogramm beherrscht er perfekt. Kein Wunder, denn seit der Grundschule ist er von dem Kreativspiel regelrecht infiziert. Du kannst dir da völlig freien Lauf lassen und dir eigene Sachen ausdenken. Und last but not least hast du natürlich einfach coole Leute, mit denen du dich umgibst. Und das macht es halt irgendwie so aufregend, so spannend. Und deswegen bleibe ich auch dabei, weil ich jedes Mal was Neues entdecke. Die actionreichen Show-Einlagen ziehen die Messebesucher der Leipziger Modell, Hobby und Spiel regelrecht an. Die deutsche Jojo-Meisterschaft bleibt auch zum 15. Mal der Publikumsmagnet. Die Leute bleiben stehen, schauen sich das an. Viele sehen zum ersten Mal überhaupt, was man mit dem Jojo alles machen kann. Und es kommt super an. Was man mit alles so machen kann, ist ja nicht bloß hoch, runter, sondern Kunststücke. Das ist faszinierend. Ja, was? Also nicht so spektakulär. Ich find's halt tierisch cool, was man damit alles macht. Anstatt immer nur am Computer zu sitzen oder irgendwelche Games zu spielen, finde ich sowas halt ideal. Während das Urpatent auf das Jojo ganze 80 Jahre alt ist, gibt es heute unzählige Varianten. Aus dem Kinderspielzeug ist endgültig kugelgelagertes Hightech geworden. Ein Trendsportgerät mit Wiedererkennungseffekt. Die Eltern sagen, das kenne ich von früher. Und die Kinder sagen, oh, das finde ich auch interessant. Und das ist natürlich der optimale Mix für uns. Und es wird größer. Also es wächst kontinuierlich. Wir haben zunehmend mehr Zuspruch, gerade durch die jüngeren Spieler, so die 8- bis 10-Jährigen. Und ich würde sagen, es ist auf dem aufsteigenden Ast wieder. Die Möglichkeiten der heutigen Jojo-Modelle sind schier grenzenlos. Sogar die Schnüre sind Spezialanfertigung und spielen eine besondere Rolle bei einer erstmals ausgespielten Disziplin, genannt 4A oder auch passenderweise Offstring.